Nico O, The One-Hand Gamer. Name ist Programm. Tja, und schon geht's weiter. Düsterbruch Hauptstadtgärten. Die hatten wir nämlich noch nicht. Wir hatten nur Wucherborkenviertel. Deswegen, geil. Warte mal. Wieder absitzen und reinporten. Geil, ey. Das läuft hier doch echt wie am Schnürchen. Supi. So, wir sind noch ganz am Anfang. Okay, Hauptstadtgärten. Hier haben wir schon mal die Leute, die wir töten müssen. Und hier den... Warte mal. Ups, scheiße. Falsche Taste. So, den wollte ich. Ach, die sind hier schon wieder alle so... Ach, warte mal. Hier, der Heiler. Bist du derjenige, welcher? Der Heiler hier, der Teddybär. Tatsache. Tatsache. Püt, püt. Püt, püt ist wieder am Start. Geil. Püt, püt, Alter. Super. Ich freue mich. So, eigentlich müsste ich hier die Beschützer von Eisenborke, die müssen getötet werden. Weil die nämlich... Wo will der denn hin? Hallo? Weil die nämlich beim ersten, zweiten, je nachdem wie man die Runde dreht, dann nämlich antanzen und noch ein bisschen Schaden extra einknallen. Ja, und das will man ja partout verhindern. Deswegen sollte man die vorher noch erledigen. Sollte man, eigentlich. Eigentlich. So, die Instanz hier, die wird auch ein bisschen länger dauern. Die ist nämlich ein bisschen größer. Macht aber nichts. Level up, ja. EPs sind EPs, Level up ist Level up. So. Okay, das war der. Jetzt hier die Lichtkegel. Da müssen die Elementare alle gelegt werden, denn sonst öffnet sich nämlich eine Tür, eine bestimmte Tür, nicht? Deswegen, wenn es dann nämlich hier welche gibt oder einen Tank gibt, der keinen Plan von der Instanz hat, nicht so ungut. Und hier die ganzen Kegel halt stehen lässt. Ja, dann darf man nämlich den ganzen Weg wieder gegebenenfalls zurücklaufen. Und das ist nicht so toll. Nein, nein, nein. Das kostet nämlich noch mehr Zeit. Fand ich auch mal, als ich dann so als Heiler dann so unterwegs war, auch dann in der Instanz, war dann ein Tank da. Der war irgendwo ganz niedlich. Hä? Wie geht das denn hier nochmal? Ich war lange nicht mehr hier. Der so, also da hast du schon richtig gesehen, der lief hier mit einem Fragezeichen durch die Gegend. So von wegen, ich habe keinen Plan. Ne? Und da habe ich ihm dann erstmal ein bisschen geholfen und ja, dann ging das auch. Hat sich auch noch bedankt und ja, es gibt halt noch soziale Spieler hier in WoW. Gut, den einen Borken lassen wir jetzt also laufen. Passt. Stoff brauche ich nicht. Prima. Es wurde übrigens auch nicht gegrüßt, ne? Wen haben wir denn noch? Ein Krieger. Der Magier ist wieder dabei und Angota noch eine Magierin. Supi. Okay. Halt, na, Kinders. Nee. Wir laufen hier links. Ups. Zu spät reagiert. Kann ich hier was löten? Jo, kann ich. So, wir interessieren uns nämlich dafür den da hinten. Habe ich gerade markiert. Für den interessieren wir uns. Komm. Ich brauche ein Ziel. So, Schlachtruf, los geht's. Ich bin außer Reichweite. Die liegen hier so schnell schon wieder. Intelligenz, Willenskraft. Brauche ich nicht. Sonst können wir wieder zurücklaufen und die Treppe da hoch. Okay, dann war das jetzt also Boss Nummer 1 sozusagen. Jetzt kommt Boss Nummer 2. Dann wäre der Borke, also dieser Riesenbaum, von dem ich gesprochen habe, das wäre dann Boss Nummer 3. Gehe ich mal stark von aus. Ach, mal gucken. Das sehen wir dann. Jetzt müssen wir hier oben jedenfalls noch wieder uns da hinten um die Lichtkegel kümmern.
die hier schon munter fröhlich vor sich her quasi tanken. Tolle Nummer. Deswegen sage ich ja, Tank, wofür brauchen wir Tank? Das packen wir alleine, klar, wir sind hier mega. Wir sind hier imbar, wir sind imbarer als die anderen, jawohl, natürlich. Kinder, ich habe hier euch alle festgehalten, ne? So, die sind hier schon ein bisschen jetzt weiter auseinander, deswegen muss ich warten, bis sie ein bisschen dichter zusammenkommen, sodass ich die dann hier alle beisammen habe. Komm mal her, hier. Okay, so, der Kristall ist auch schon aus. Jetzt hier, das ist auch ziemlich lustig. Bam! So, Magier hier zum Beispiel, die haben es ziemlich gut, weil die hier eine Fähigkeit haben, wo sie wirklich jede Sekunde so einen Flächenschaden raushauen. Glaube ich, sind das die Magier, ne? Doch, sind die Magier, aber nur die Arkan-Magier. Wenn ich mich jetzt nicht irre, ich habe keine Ahnung, mit Magiern kenne ich mich nicht aus. Das ist so eine der Klassen, mit denen ich überhaupt nicht klarkomme. Die spiele ich maximal bis Level 20, 23, 25. Und dann lösche ich die wieder. Weiß ich nicht, das ist echt... Nee. Was führt euch hierher? Komme ich voll nicht mit klar. So, die Quest können wir hier mal kurz abgeben. Die nächste können wir annehmen. Geht in Frieden. Oh, guck. Ich brauche ja nicht viel... Pff, habt ihr das gesehen? Ich habe nichts gemacht. Und die haben sie so schnell gelegt. Ey, das ist doch echt der Knaller. Es ist so der Knaller. Mann. Ja, da, genau. Das habe ich gemeint. Dieses lila Purpur-Dings, was aufgeblockt ist, das ist von den Magiern und die hauen damit einen Flächenschaden raus. Das ist schon nicht mehr feierlich. Ich bin außer Reichweite. Cool. So, kommen wir jetzt zum nächsten Boss. Wo ist er denn? Der ist noch nicht da. Warte mal, dann schnappen wir uns den noch mal ganz kurz. Moment. So, komm her. Da hinten kommt er. So, und ich glaube, wir müssen den zuerst legen und dann die. Oh! Heil mich! Alter! Quasi zwei Bosse in einem. Uhaha. Gut reagiert vom Heiler. Super. Von Püt. Den Namen finde ich echt gut. Püt. So. Jetzt können wir wieder runterlaufen. Hier müssen wir nicht mehr längs. Oh, da hinten habe ich noch einen Loot. Jetzt müssen wir nämlich hier in die Mitte rein und uns da um den großen Baum kümmern. Und weil wir nämlich einen von den Wächtern nicht getötet haben und ich komme hier nicht rauf. Ach, was soll's, egal. Laufe ich halt hier links. So, den Baum da unten nämlich, den Tendrins, was, wie heißt er? Tendris Wucherborke. Ihr werdet es gleich sehen. Wir haben ja nicht jeden Baum vorhin gelegt. Deswegen werden nämlich jetzt ein paar kommen, aber das macht nichts. So, jetzt hier runter. Wow. Oh, cool. So, sind alle da. Wo ist der Heiler? Da kommt der Heiler runtergespielt. Perfekt. Ich muss näher ran. So, ich drehe mich schon mal so um. Jetzt, da oben kommen sie runter. Seht ihr das? Die haben wir nämlich nicht gelegt und jetzt kommen sie hier angedackert. Oh, weggeschlossen. Mann. Und wieder ein Stab, den ich nicht brauche. Warum auch? So, Tür aufmachen. Sehr schön. Also wir haben jetzt schon die Hälfte geschafft. Ein Helm, Kette, Stärke, Ausdauer. Zu wenig Rüstung und ich kriege ihn trotzdem. Ja, warum auch nicht?
Dankeschön für den Speed, Supi. So, jetzt muss ich kurz gucken. Hier, die Barrikade. Das meine ich damit. Der Kegel, halten diese Barrikade offen. Oder ja, zumindest auf Stand. Und deswegen müssen wir die Kegel da zerstören und dann ist auch diese Barrikade weg. Es sind immer nur noch zwei Kegel offen. Also zwei Kegel müssen noch gemacht werden. Der eine ist hier vorne, der andere ist da hinten. Deswegen ist es jetzt hier ein Hin- und Hergerenne. Kriegen wir aber alles, kriegen wir alles hin. Kriegen wir alles hin, keine Panik. So, jetzt mal kurz. So. Die anderen wollen noch nicht. Bringen sie mal dazu. So, der kommt auch schon. Perfekt. Guten Tag. Wo ist Heilung? Und jetzt wieder zurücklaufen. Oh. So. Eigentlich jetzt wieder zurücklaufen. Eigentlich. Eigentlich, aber gut. Die sind offensichtlich EP-geil, also lassen wir es. Deswegen, ja, passt schon. Gut. Wenn die meisten halt in die andere Richtung laufen, muss sich der Tank halt beugen. Sonst gibt es eine riesen Diskussion und da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen, außerdem, EPs sind immer gut. Von daher, kein Gemecker. Alles gut, alles läuft. Schildgeneratoren, die meine ich damit. Schildgeneratoren, Pegel, Kegel. Ach, vergiss es. Oh, läuft doch ganz gut hier, ne? Ja, oh, sieht doch ganz gut aus. Haben fast die Runde gedreht. Der Pegel müsste, der Generator müsste da gleich auftauchen. Mal gucken. Ich muss näher ran. Die können sich schon hier echt alleine legen, ey. Mann. So, da hinten ist der Generator. Das ist zu weit entfernt. Boom, Baby. Fast geschafft. Wenn der Kegel welches, dann können wir hier rein und uns um den Hund kümmern. Der da hinten in der Mitte steht. Ich bin außer. So, Lichtkegel zerstört. Krieger hatte hier Level Up. Gratulation. Wir können jetzt hier rein. Der Tilgas. Tilgas hatte Level Up. Sitzt auf Level 43. Supi. Sind wir auch bald. So, hier jetzt warten. Warten, 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 bis der Hund hier die ganzen rot markierten Möpse gelegt hat. Denn wenn wir ihn jetzt angreifen, dann kommen die anderen auch noch dazu. Und das wollen wir nicht. Ganz genau, was er jetzt hier tut, das wollten wir nämlich nicht tun. Aber wir haben es trotzdem getan. Das ist zu weit entfernt. Oh, durchschalten. Ach, der ist schon wieder so schnell gelegt. So, gut. Alles klar. Ich muss näher. Ah, Stoff. Beweglichkeit. Wer schießt? Welche Sau schießt hier? Okay, gut. Wir sind jetzt bei der Horde, beziehungsweise der Horde sei schon, bei den
Für Okrima auf ehrfürchtig. Haben unseren ersten ehrfürchtigen Ruf sozusagen. Das schaltet ein paar Gegenstände frei für bestimmte Fraktionen zum Beispiel. Kann man sehr gut gebrauchen. Allerdings jetzt hier in der alten Welt zum Beispiel und auch in der Schemwelt sowie in Nordend ist das mittlerweile echt total egal. Mehr oder weniger. Aber es ist halt ganz schick, so für die Statistik und so, ne? Deswegen, ja, ganz nett. Können wir dann eigentlich auch wechseln. So, hier dann gleich mal runterspaziert. Jawohl, runterspringen. Kommen wir jetzt zum letzten Boss. Wupp, da unten. Der eigentlich nichts macht, außer jemanden zu schubsen, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Deswegen stelle ich mich mal hier an die Wand. Für den Fall, dass er mich schubst, weiß ich jetzt aber nicht ganz genau. Und außerdem denke ich mal, dass er ziemlich schnell liegen wird. Ja, gut, er hat mich geschubst, sehr schön. Und ich sterbe. Neun und Schlachtruf. Sing-Sing. Halt mich! Leck. Egal, passt. Platte, Ausdauer, Stärke. Jawoll. Ey, 100 Pro, dass der darauf Bedarf macht. Der andere Krieger. Oder hier. Ja, toll, und nu? Wie jetzt? Hallo? Gilt nicht als getötet. Ich fasse es nicht. Alter. Jetzt. Jetzt aber. Jetzt. Oh. Gottes Willen. Supi. Geist, ich riskiere es mal. Also Geist freilassen. Ich riskiere es jetzt einfach mal. Wie spät haben wir es überhaupt? 10 Uhr. Okay. So, jetzt hier wieder reinspazieren. Flup. Och nö, die Instanz hängt jetzt echt, oder was? Nein! Oh, drin! Geil! Oh, jetzt muss ich hier aufpassen, dass ich in der... Hat den DC. Ja, ach was, das habe ich gemerkt. So, jetzt hier die Quests abgeben. Was führt euch hierher? Ja, super. So, jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen. Ich muss nämlich nochmal kurz auf den Weg, auf den Pfad hoch, zurück, hoch, da. Ich darf jetzt hier echt... Okay, gut, das läuft, das passt, alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut. Das Ding ist, also ich muss jetzt hier nochmal rauf. Ne, also hier dann durch den Links durch, dann die Treppe hoch. Und die Brücke hier entlang. Und dann muss ich nochmal zurück zum Endboss, um dort eine Truhe zu öffnen. Schweinerei eigentlich. Das hätte man sich irgendwo sparen können, aber passt. Passt, alles gut, läuft. So, ich krieg die Hose, prima, danke. Geil. Gut, sieht zwar ein bisschen scheiße aus, muss ich sagen, aber egal. Hey, und die Armbrust krieg ich auch. Geil. Supi. Jetzt hier noch längs laufen und das Problem ist auch, man darf hier nicht reiten. Macht aber nichts, ist alles okay.
Die Druiden hatten jetzt zum Beispiel, so wie die Magier, einen leichten Vorteil, denn die Druiden haben ja die Möglichkeit, mittels Katzengestalt schneller zu laufen. Und die Magier haben ja die Möglichkeit, mit Blinzeln war das, glaube ich, sich ein Stück weiter nach vorne zu porten. Friede sei mit euch. Also das ist dann schon sehr lustig. So. Der Schatz der Chandrala. Chandrala. Ja, dafür muss ich jetzt wieder zurücklaufen. Die Göttin schützt. Also zurück heißt in diesem Fall zurück zum Endboss. Und ja, das ist immer so das, was... Oh, okay, jetzt war hier der unsichtbare Dings war nicht hier. Alles klar. Das ist immer so das, was bei der Instanz einen dann immer ein bisschen so in den Fingern juckt. Im negativen Sinn. Denn man hat da nicht wirklich Bock drauf. Ah, guck mal, Onagota ist schon da. Da kommt der Heiler, der Püt-Püt. Das ist echt geil, Püt-Püt. Könnt mich beörmeln. Ehrlich. Püt-Püt. Super. Ah, wir sind schon Stufe 43. Es läuft. Ja, wenn nur nicht dieses ganze Hin- und Hergerenne wäre. Aber egal. So, Püt-Püt, du kannst mir auch übrigens so ein Dings geben, ne? Wenn du mir ein Schild drauf knallst, dann laufe ich für ein paar Sekunden schneller. Was du natürlich dir selber gibst. Herzlichen Dank auch. Gerade davon gesprochen und schon nimmt er sich selbst. So, wir müssen jetzt hier runter. Richtig. Richtig. So, Ali hopp. So, Dreizack brauche ich nicht. Stärke, kritische Trefferwertung. Nö. Okay, was bringt denn mehr Gold? 2,35, 1,78, 2,27, 2,26, 2,35. Perfekt. Keiner hat sich verabschiedet. Warum auch nicht? Also gut, Instanzgruppe verlassen. Und damit hätten wir das Thema für heute auch abgeschlossen. Jawohl, ja. Prima. Scholomons Düsterbruch abgeschlossen. Jetzt hätten wir noch Hügel der Klingenhauer. Sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zugucken. Bis dahin, gehabt euch wohl. Auf bald und tschüss.